Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Social Selling geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Social Selling, Test und Review, Syed Shiripur und Jakob Hager. Syed Shiripur und Jakob Hager haben im Februar diesen Jahres den Facebook-Meisterkurs entwickelt. Darauf basierend und sozusagen als Upgrade ist Social Selling entstanden. Während man im Facebook-Meisterkurs die Tricks und Tipps vom erfolgreichen Schalten von Facebook-Ads gelernt hat, geht es bei Social Selling viel mehr um die Verkaufspsychologie hinter den Anzeigen. Das Duo, Syed Shiripur und Jakob Hager. Beide sind bekannte Gesichter in der Welt der digitalen Infoprodukte. Syed Shiripur kam vor allem zur Bekanntheit durch sein erstes Coaching-Produkt namens Evergreen System. In diesem zeigt er Leuten ohne jegliche Kenntnisse, wie sie mit ihrem eigenen Online-Business durchstarten und erfolgreich werden. Shiripur selbst hat mit Affiliate-Marketing begonnen und quasi fremde Produkte, also Affiliate-Produkte, vermarktet. Jakob Hager betreut professionell bekannte Persönlichkeiten und andere große Kunden bei ihrem Facebook- und Google-Marketing. Wer von ihm lernen will, kann einen seiner Kurse, seiner Vorträge oder Workshops besuchen. Ebenfalls sehr bekannt ist seine Plattform Taskwunder, wo man Sekretariatsaufgaben oder andere Tätigkeiten an andere abgeben kann. Social Selling Kurs. Der Inhalt. Es handelt sich bei diesem Kurs um ein Upgrade für den Basiskurs Facebook Meisterkurs. Man bekommt mit dem Upgrade ein weiteres Modul mit insgesamt 12 Lektionen sowie 2 Bonuslektionen. Was ist Social Selling? Social Selling bedeutet übersetzt so viel wie soziales Verkaufen und gemeint damit ist das Nutzen von sozialen Medien, um zum Kunden oder Interessenten eine Bindung aufzubauen. Mithilfe der sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und Co. kann man als Unternehmer eine Vertrauensbasis zum Kunden erschaffen. Da sich alle Menschen heutzutage über das Internet über Produkte und Dienstleistungen informieren, ist es umso wichtiger, eine überzeugende Internetpräsenz zu haben. Beim Social Selling geht es darum, mit dem Kunden bzw. Interessenten auf Augenhöhe zu kommunizieren. Man sollte es nicht mit dem reinen Social Media Marketing verwechseln, denn der Kunde soll nicht glauben, in einem Verkaufsgespräch verwickelt zu sein. Es soll vielmehr wie ein freundschaftlicher Rat oder Empfehlung empfunden werden, basierend auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Das Modul Social Selling Strategien. Wie bereits erwähnt, bekommt man in diesem Modul insgesamt 12 Lektionen. Die ersten 3 Lektionen beschäftigen sich mit der Verkaufspsychologie. Die Psychologie verrät viele Tricks, die man bei Werbeanzeigen anwenden kann. Zum einen geht es in dem Modul darum, wie man mit den besagten Tricks mehr Klicks auf Werbeanzeigen bekommt. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei das Werbetexten. Die Kunst ist es, einen Text perfekt auf eine Zielgruppe zugeschnitten zu verfassen, damit sie keine andere Wahl haben, als zu klicken. In der zweiten Lektion wird dir die unfaire Beeinflussstrategie gezeigt und wie man diese anwendet. Ein weiteres größeres Thema sind Livestreams auf Facebook, die immer mehr im Trend sind. Auch diese kann man für seine Zwecke gebrauchen und genau das wird in 2 Lektionen gezeigt. Dabei geht es einmal um die Vorteile eines Livestreams und auch darum, welches die besten Zeiten und Themen für diese sind. Die nächsten 2 Lektionen handeln von einer traffic-optimierten Page. In dieser Lektion wird genau erklärt, worauf es ankommt, damit man viele Besucher auf seine Facebook-Page bekommt. Auch hierbei gibt es viele Kniffe, die man ohne Hilfe nicht entdecken würde. Neben Besuchern spielen auch Leads, also Kontaktinformationen der Besucher, eine enorme Rolle. Es wird gezeigt, wie man an bessere Leads kommt und wie man diese schließlich verwendet. Weitere Themen sind Kundenwert steigern und Webinare. Auch dazu gibt es noch einzelne Lektionen. Ebenfalls interessant ist die Lektion hochpreisige Produkte verkaufen. Als Affiliate-Marketer hat man meistens mehr Profit, wenn die Produkte selbst einer hohen Preisklasse angehören. Diese sind aber häufig auch schwerer zu verkaufen aus genau diesem Grund. Es gibt auch hier einige Tipps, damit dies leichter wird. Die Kundenbeziehung spielt dabei zum Beispiel eine ausschlaggebende Rolle. Wenn man so weit ist, dass man verkauft, muss man sich selbst als Marke etablieren. Eine Lektion widmet sich daher dem Branding für Anfänger. Die letzten Lektionen behandeln Lead-Ads, also Werbeanzeigen für das Generieren von Leads. Die Bonuslektionen. Die Bonuslektionen gehen vertiefend auf das Facebook-Marketing und dessen Strategien ein. Die eine Lektion trägt den Titel Facebook-Marketing-Strategien und die andere die Zukunft des Facebook-Marketings. Bei der ersten Lektion sind die Themen zum Beispiel Definition der Zielgruppen, Conversion-Optimierung, Newsfeed und Kampagnen-Optimierung. Bei der zweiten Bonuslektion geht es vor allem um das Chatten mit Kunden. In der Zukunft werden zum Beispiel Chatbots eine immer bedeutendere Rolle spielen. Chatbots sind Computer, die weitestgehend automatisiert auf Nachrichten antworten. Es wird unter anderem gezeigt, wie man einen solchen einrichtet. Meine Social Selling Erfahrungen. Ich war sichtlich begeistert von dem Facebook Meisterkurs und dem anderen Upgrade, wie man hier nachlesen kann. Social Selling ist ein Thema, mit welchem ich noch gar nicht in Kontakt gekommen bin. Ich habe zunächst im Internet nach Erklärungen gesucht und entschieden, dass es ein Baustein ist, der mir noch fehlt.
Also kaufte ich auch dieses Upgrade von Saitiri Pur und Jakob Hager und war abermals nicht enttäuscht. Die Videos sind ebenfalls von einer guten Länge, sauber erklärt und von hoher Qualität. Man wird sehr schön in die Thematik eingeführt und es werden zahlreiche Strategien erläutert. Ich habe dabei sehr viel gelernt und es wurden Sachen gezeigt, die ich gar nicht kannte und worauf ich auch niemals von allein gekommen wäre. Vor allem aber zeigt es, wie stark die sozialen Plattformen als Verkaufsplattform sind. Sehr gut gefallen hat mir auch die zweite Bonuslektion mit den Chatbots. Hier wird einem gezeigt, wie man an einen eigenen kommt und wozu dieser genau fähig ist. Das hat mich inspiriert und ich habe mir für die nahe Zukunft schon etwas dafür ausgedacht und werde das auf jeden Fall umsetzen. Bei dem ganzen Modul kann ich sagen, dass ich keine Lektion ausgelassen habe. Es ist durch und durch interessant und mit wertvollen Informationen gefüllt. Ich denke, mit diesem Upgrade kann wirklich jeder etwas anfangen, der seine Verkaufsstrategie noch verbessern will. Meiner Meinung nach ist es absolut sein Geld wert. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.